Wir gucken uns als nächstes einen Tag auf dem größten Fake-Markt der Welt an von Omed. Ich bin sehr gespannt, wie das so ist, wie das so abläuft. Ich war noch nie da, aber it will be interesting. Deswegen dachte ich mir, gucken wir uns an. Bisschen Fashion-Content. Was gibt's so auf dem Fake-Markt? Was ist nämlich auch aktuell vielleicht interessant auf dem Fake-Markt? So, Freunde, Omeds Wille begrüßt euch heute nicht mit einem kräftigen Moin Moin, sondern mit einem kräftigen Merhaba an jeden einzelnen. Okay. Der türkischen Fan da draußen. Heute sind wir in Istanbul. Was wir heute machen werden, ist was ganz Besonderes. Nämlich, wir besuchen den größten Fake-Markt bzw. Fake-Bazaar auf der ganzen Welt. Nicht in der Türkei, nicht in Istanbul, sondern auf der ganzen Welt. Ich bin selber, so wie ihr da draußen, sehr gespannt, was uns erwarten wird. Ziel ist es an sich, euch den ganzen Lachs zu zeigen. Plus am Ende auch mal wirklich so ein eigenes Fake. Einer macht Werbung für seinen Twitter-Account. That's crazy. Bazaar-Outfit zu haben. Schön mit Gucci, Louis Vuitton. Eigentlich mehr Gucci, weil Gucci mehr Präsentation zeigt. Aber wir gucken einfach. Let's go. Merhaba. Espresso, warte mal. Bitte. Wette, hast du 50 Lira? 50 Lira sind umgerechnet 1,50, glaube ich. Weil. Bratte fließt, Bratte. Warte mal, 10 Cent. Wir haben hier den ersten Deutschen, der mich erkannt hat. Aus welcher Stadt kommst du? Köln. Geht ihr jetzt auch zu dem Bazaar, oder? Ja, okay, stark. Wir gehen auch jetzt dahin. Ich wünsche viel Spaß, Digga. Ja, auch. Wir sehen uns, ja, auch rein. Wir gehen auch jetzt gleich rein, aber wir warten noch auf einen Kollegen von mir, der Türkisch sprechen kann. Weil ansonsten, oder, sind wir da gefunden. Hä, spricht Omid kein Türkisch? Fressen und werden von... Ist er Libanese? Ist Omid Libanese? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Links und rechts nur abgezogen. Deswegen hier kurz warten und dann. Um die Wartezeit genüsslich zu überbrücken, hier nochmal ein Simit für 10 Lira. This one 300 Lira. Yes. Einfach Van Cleef. 10 Euro oder? I just need one. And later I will come with my girlfriend and I will give her one. But now I get one for 150. 150 Euro. No, I just. Er labert so eine Scheiße, ne? I just need this one. This one for 200, okay? Okay. Oder du wurdest abgezogen, das Grau ist. Which one color? I need this one. This one like Sydney. Sydney Friede, you know? 200. Necklace. Das labert, ist crazy. I have one from Sydney hat Van Cleef auch am Start. Okay, big ball. Studios. Okay, we got our first piece. We make good business. We together. Money? Ach so. Er wollte einfach gehen for free. Fazit, du wurdest abgezogen. Glaubst du? Natürlich, Bruder, du hast 200 gezahlt. So einen kriegst du für 100. Bruder, das kriegst du in Wish und so kriegst du es für 80 Cent. Du hast gerade 6 Euro gezahlt. Ja, auf Fehler lernt man, ja. Behindert abgezogen. Wir haben Unterstützung auf jeden Fall da. Mo, großer Vorteil von ihm. Franz? Großer Vorteil, der hat schon eingekauft. Also er kennt das Prozedere. Und du warst schon mal hier, ne? Ja, gestern frisch eingekauft. Okay. Er macht auch den Spruch. Ja, und diese Louis-Regenjacke, dann noch Louis-Tasche. Bruder, Muster auf Muster gematcht, ist crazy. Also, ich bin jetzt auf deine Expertise gespannt, okay? Was hättest du dafür gezahlt? 5 Euro. Echt jetzt? Ja. Wie viel Lira sind das? 150, 160. Was hättest du gezahlt? 4, 5 Euro. 200 Lira habe ich gezahlt. Du gehst? Ja. Echt jetzt? Ich hab gesagt, 100 Lira. Kann man schon auf 100 safe verhandeln. Also für 100 hättest du auch bekommen. Ich bin gespannt auf deine Verhandlungsschütze. Ich hab auf jeden Fall weniger abgezogen, Bro. Ja, weniger. Das ist so viel, aber guck mal, auch diese Leute, die mal zu uns kommen und fragen, die ist das und so. Hast du gesehen? Hast du gesehen, was er gemacht hat? Er hat einfach ignoriert. Ja, was macht er? Aber ich kenne alle Deutsch. Also nichts Falsches reden. Das ist einfach bei jedem gepiepst. Aber keine Kontrolle. Ich habe in Tasche AK einsteckt. Das ist also das typische Outfit von einem Bazaar-Einkäufer. Gut, ich kenne den. Ich sag ehrlich, so ein Simit wäre jetzt schon nice. Eine Bauchtasche in der Schütze. Gießgurthose. Gießgurthose. So eine enge. Und Klärmesse auch. Okay. Vielleicht kennst du Pullover. Aber es kommt jetzt alles. Die ist so Gold, Mann. Genau, diese Louis Vuitton. Also ich war noch nie in der Türkei, aber was er meint, ist das hier. Meins ist real. Ich habe auch noch das in Braun irgendwo hier. Aber actually real. I got receipts. Alleine erstmal. Super lieb. Wir sind mit meiner Uhr zum Beispiel mit einem anderen zu einem Uhrhändler hier gegangen. Ich hab die Uhr gerade von einem anderen Händler für 1000 Euro gekauft. Wie ist die und so? Aber es ist halt eine echte, ne? Okay. Katastrophe und so. Ich hätte eine viel bessere, viel günstiger und so. Echt, das ist so schlecht. Ich sag, ja, schau mal an, nur Plastik und so. Abgekackt. Da ich so, Abi, die ist echt und so. Da hast du mich geflaxt.
Ey, Bruder, die werden dir alles erzählen, um zu verkaufen. Ich sag dir euch, wie es ist. Aber ich weiß auch nicht, warum. Heutzutage ist das überall so. Ich habe das Gefühl, ich sag euch ehrlich, wie ich das Gefühl aktuell, State of Mind aktuell ist. Charme ist zum Beispiel einfach viel teurer geworden, als es vorher war. Die Leute schämen sich nicht. Und schämen ist eigentlich kostenlos. Schämen war immer kostenlos. Aber die Leute schämen sich nicht mehr, um zu lügen. Shame was for free. Wie? Und die Leute wollen überall maximal rausholen. Dieses Fair-Business gibt es nicht. Jeder will einen, oh, ich kann den nochmal vielleicht so abzocken und vielleicht, Bruder, mach einfach eine Win-Win-Situation für beide. Alles gut. Alles hier ist fake, außer... Oder sehe ich das nur so? Gold hier einfach. Einfach das Wertvollste ist einfach echt, aber alles andere ist fake. Das Ding ist, wir sind hier gerade original an 40, 50 Juwelen. Ja, Jungs, abonnieren, teilen, liken. Das hier kostet euch nichts, kein Aufwand. Die wirklich echtes Gold verkauft, vorher gelaufen, dass das echt ist, merkst du daran, dass da keiner ist und dich anspricht oder so. Die Leute, die dich jagen und so sagen, was brauchst du, woher kommst du oder wie viel ich mache dir guten Preis, sind die, die halt wirklich so nötig haben, plus die Wahrheit safe fake ist. Auf wie viel schaffst du es? Jetzt so Challenge. Was soll er schaffen? Welchen Preis? Ich denke so bei 500. Aber du, dann würdest du ja nur 150 runtergehen. Ja, aber wenn du dann zum Beispiel mehrere Sachen nimmst, dann kannst du auf Masse von einem Produkt runtergehen, aber vielleicht 400 könnten wir vielleicht wieder reden. Okay. Ich wollte nur so einen kleinen Anteaser haben. Aber jetzt so erste Lade, vielleicht gucken wir es dann günstiger. Ja, safe. Hier kostet das jetzt. Ich glaube, du siehst auch direkt, wie verhandlungswürdig sie sind, weißt du? Ich glaube nicht, dass er jetzt Bock hatte jetzt. Der war ja auch voll unsicher. Ja. Ich musste jetzt zu ihm gehen und 30 Euro. Schon im Video Requisiten. Ja, der Broski sagt ja auch radikal, Bro, ich hol vom Bazar. Fuck mich nicht ab. Wenn ihr glaubt, die ist echt, ist nicht. Ist nicht. Auf radikal. Die kommen ja zu mir, die wollen ja verkaufen, aber ich gehe zu ihnen, als wäre ich bei Gucci Star. Ja. Ja, wir machen uns erstmal so einen kleinen Überblick von unseren Sachen, die existieren. Und auf jeden Fall landet den Pulli von der besten Mannschaft in der Türkei. Welche das auf die 1? Ey, Gala auf die 1. Okay. Sie, Travis Wong, Deadstock, noch ungetragen. Da wo Adidas und Nike gleichzeitig drauf ist. Na ehrlich, das ist fake, ne? Das gibt's nicht mehr so wirklich. Nein, so eine Kollektion gibt's ja gar nicht. Ja, gibt's auch nicht, aber das verkaufen die jetzt auch nicht. Also so krass fake. Gibt's schon, aber bei so schlechten Läden, nicht bei den guten Fakes. Die, wo hier gut faken, bei denen gibt es nicht. Geheime Türen, die bringen dich so in ein Lager. Wie komme ich da hin? Die machen wir schon. Deswegen, du bist in Sympathie mit den Verkäufer aufbauen. Und dann bringen die dich so 1:1, okay. Weißt du? Wo lange ist das? 8.500 Lira. Das sind 270 Euro. Fast. Tschüss. 270 Euro für ein Fake in der Türkei, hätte ich nicht gedacht. Wie bei dir. Unnormal. Wallah, statt 270 Euro für Fake-Schuhe zu zahlen, tu noch 500 Euro drauf. Hol dir die in echt. Oder hol dir für 270 Euro einfach stabile, echte Schuhe. Ha? Zum Beispiel 200 Euro, stabil. Brauchst kein Fake, fertig. 200 Euro. Wozu diese Fake-Flex? Von jemandem Geld zahlen im Monat nicht zurück, keine Ahnung. Du könntest einfach zwei Air Force holen, ja. Aber so von der Verhandlungsbasis wäre es eigentlich am smartesten, wenn die uns ansprechen, ja? Ja. Weil wenn wir die ansprechen, dann... Aber meinst du, die Kamera schreckt ab? Ich glaube schon ein bisschen. Level 2 ist hier, wir werden jetzt in einen anderen Laden geführt. Statt jetzt muss ich sagen, ich habe es mir viel hektischer vorgestellt und viel billiger auch. Dass er bei den Gucci-Schuhen oder bei den Dior-Schuhen kommt mit 2.700 Lira. Zwei Steaks bei Wonach suchst du so Discord Jeans? Ja, nee. Ich glaube, ich habe noch nie aktiv ein Fake-Kleidungsstück gekauft. Diese auffällige. Die auffällige, aber böyle yırtık mırtık şey var mı böyle? Göze batacak bir pantolonlar. Ja, andere Lade eingeführt. Wir sammeln hier XP-Punkte. Bo, sowas ist geil mit 30 Schluss. Oben 30, Länge 32. Tamam, bu olur abi. Da onu giysin, ben getiriyorum onu. Dedim, sollst du anprobieren, dann bringt dir noch krasser. Orada giysin. Du kannst da umziehen. Da ist Kabin. Genau die orange Jacke. Durch Jacken werden halt auch 200 Euro oder so. Aber wir schauen halt, dass hier das Beste ist. Was hat er jetzt zum Preis gesagt? Was schätzt du, Mo? Extrem verhandeln, weil wir haben den gar nicht mal nach Preis gefragt. Denkt sich jetzt, ich werde die richtig hops nehmen. Ich hätte jetzt so gesagt 700 Lira. 700 Lira ist, glaube ich, ein bisschen teurer, denke ich. Ich denke so eher auf 30 Euro, 1000 Lira. Die ist eigentlich voll gut, ne? Ja, geht so. Geht so. Ja. Die ist halt hier. So, gell, ab, gell. Ja. Einer wurde.
Ja, und ich kämmer da, ich habe kämmer da. Enger, ne? Ja. Skinny Bracker! Bock nicht, sag ehrlich. Gar nicht mein Film. Ich wusste, das ist so, ich dachte, das ist so tote Hose. Das war da nicht so. Aber bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı 2200 abi. 2200. Abi çok ya. Abi biz bir tur atalım yine. Ya bu... Kaç diyor yani? 2200 sind so umgerechnet 70-80 Euro. Bura manchmal ist kötü. Ben gesellt auf 200 Euro in echt. Ben buraya koymuyor bak depodan gidiyorum. 760 Euro. Bire bir. Direkt vom Bräuninger. Atarım önüne. Nasıl olsun beğendiyse onu şey yaparız. Beğendi ama beğendi de şey daha darını istiyor. Tamam darını onun da. En son fiyatı ne olur abi böyle gönlünde? 1600. Das sind ca. 40. So eine Hose, was würdest du zahlen wollen? Jetzt auf. Bro, gar nicht. Bezahl mich. 1,4 runter. 1400 olsun. Hayır, geliş fiyatı ben alıyorum o fiyatı abi fabrikada. Geh runter auf 1K dann machen wir. Ya abi bu biraz bu 700 de şey dur ama yine alırım diyor direkt alırım. Yok bine varsa ben de alırım abi. Vallahi ezek 1000 lira bir de alkol. Ben geliş fiyatı geliş fiyatı olsun dedim. Ezek abi bu 1000 lira da var. Bir andere Kunden ya. Sonra andere Kunden hier nehmen. Ja bro. Er sagt für andere Kunden kriegst du die für locker 2000 weg. Bruder, warum sind so viele Jeans noch da? Hä? Fragen über Fragen. Die sind so bessere Qualität. Dann lügt sagt der. Ja, genau. Ich würde runtergehen auf. Ja. Ja. Nein, noch weniger, noch weniger. 1000. Ja, wir. 1100 geht auch. Aber Kirma, bitte Küse olsen, hatte ich auch. Ja, okay. Akzeptiert 1000. Minusgeschäft macht er sogar. Auch für dich. Bruder, der war bei 2,7, ist auf 1000 runtergegangen. Bro, siehst du, das war, davon habe ich gesprochen. Jeder will dich einmal hops nehmen. Von 80 auf 30 ungefähr. Schamlos, Bruder, er guckt dir noch ins Gesicht und sagt dir, ja, okay, komm, nimm. Bruder, du wolltest mich rippen. Wir sind 1200. 1000, ich gebe ihm 1000. 1100. 1100. Ist guter Preis, ehrlich? Von 2000. Er hat einfach die Hälfte gemacht. Mach, drück ihn aber 1000 ja. 1000 sind 30. Weniger als 30. Euro ist gerade bei 35, ja, ungefähr 30. Aber bak, nasıl yavala abi, Türkçe... Ja. 1000 lira vereceksin. 1100. 1000 alın. Valla 1100. Gib ihn die Hand, gib ihn die Hand. Mach Shake Hand. Bir daha geleceksin. Mach Shake Hand. Bir şey daha alacaksın. Valla 1100. Ben bekletme abi. Hadi yaman. Hadi yaman. Ne çekiyorsun? Benim hiçbir şey yapmayacak. Hör sen de. Seni, wir bringen Kunden, sag ich. 1100. Und letzte. Tamam, ben ich zahle. 100 von Ben gesponsert. Ehrenmann. Hast du Uni? Wow. Warte, warte, warte. Was sagt er? Geizig. Ciao. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu einem anderen Store nochmal. Einheimisch, wir haben noch 100 Lira runter. Da wurde gerade Mo angesprochen. Angesprochen zu werden ist immer besser, als wenn man direkt da steht. Und der hat so T-Shirts. Die Hose ist so laut genug. T-Shirt holen wir uns jetzt nochmal ab. Und dann. Wir hatten gerade die ersten Komplikationen, dass eine Person eigentlich gesagt hat, dass er gefilmt werden will, aber dann doch nicht. Egal, weil hier gibt es so viele Stores. Geister. Ja, aber er kann kein Deutsch, ist besser. Also ehrlich, ja. Guck mal, wo wir hinlaufen. Das ist normalerweise der Bazar. Guck mal, wo wir hingebracht werden. Das ist so dieses... Bruder, das ist dieses... vielleicht kommst du nicht wieder zurück. Die Hinterräume sind eigentlich immer. Also ich weiß nicht, ob er uns jetzt Klamotten verkaufen will. Oder Organe. Oder Organe wegnehmen. Ja, nee, hier kaufen wir die Rapper, ne? Ehrlich. Erster Eindruck. Krass, aber sieht eigentlich aus wie jeder andere Laden da drin. Ja, alte Marken, das ist fertig, Abi. Also, kaputt. Vorbei. Mein Trend ist vorbei. Ja, guck neue Marken, guck Louis. Gut, die Hose, Zerrissen, T-Shirt. Gucci, Fendi, sowas machen, guck. Was flippt ein, Digga? Laut. Fertig. Laut, was laut ist. Man kann ihnen halt auch nicht erklären, was wir vorhaben. Ne? Doch, ich kann es nicht. Nee, lieber nicht. Das wird dann verarscht. Ja, lieber ernst bleiben, ne? Irgendwie haben die gerade gar kein Philipp Plein hier, weil die Marke eben tot ist. Deswegen suchen wir hier nach einem... Überleg mal, du bist zu tot, um gefaked zu werden. Die sogar schon. Ja, original. 1300. Aber ist das einer von den Homies oder ist das der Verkäufer mit Cortez? Lira, Mo, fahren wir runter auf 700. Jetzt schauen wir mal, was... Ist der Homie. Okay. Wirklich bemerkenswert, wie groß und wie viele Sachen es hier gibt. Und jeden Einzelnen, den du ansprichst, der will ich so in seinen nochmal extra eigenen Laden bringen. Wir haben jetzt hier nochmal klar festgestellt, dass wir da hingehen, einen gewissen Preis zahlen und wir probieren jetzt das an. Du wirst auch mit der Zeit, die du hier bist, wirst du auch immer radikaler, was du vorhanden angeht. Und hier ist halt wirklich alles so, von Tom Ford, Jeff Chop, oder was ich eben gesehen habe. Es gibt so
So Stores, die auch so Elevate und so verkaufen. Ja, das ist krass. So 6pm. Überleg, ne? 6pm Elevate. Stuff, aber das wollen wir nicht supporten, deswegen sind wir eher hier so bei Louis V. Nächster Laden, wo wir reingehen. Nehmen die Hops. Die Qualität ist immer dafür aber billiger. Lore bald auch, ich sag alles. Ist das. Okay, wir sind jetzt beim nächsten Spot angekommen. Ich glaube, ich habe das T-Shirt der T-Shirts gefunden. Also hässlich geht's nicht. Das Problem ist, was hier nochmal angemerkt werden muss, ist, dass sie kein Philipp Plein und kein Versace mehr haben, weil es selber hier zu tot ist. Also Philipp Plein verkauft sich nicht mehr. Okay, wir filmen einmal ganz kurz das Outfit, was ich jetzt gerade anhabe. Von unten nach oben. Richtiger. Das sieht so schlimm aus. Das sieht so schlimm aus. Junge, das ist einfach. Oh. 2009 TikTok. Skinny Bracker. Ich hab fast Laptop reingeschlagen. Ey, das sieht so crazy aus. Oh mein Gott. So Hochschulhelden-Ding. Das ist das Krasse bei den solchen Outfits. Die Farbkombi ist halt ist immer sehr, sehr wild. Das heißt, rote Ding. Orangene Weste wäre noch krass. Aber schwarze Weste haben wir auf jeden Fall. Hose haben wir und Schuhe sind vom. Schuhe ist das Einzige, was normal, was original ist. Und was wir machen. Die Weste, war wie viel? Die Weste war 2200. Wir haben sie für 1900 bekommen. Stark. Stark runtergehandelt. 1100 sind? In Euro umgerechnet. Ja. 40, 35, ja. Sowas. Ich glaube 35. Ja. So. T-Shirt hat er verlangt, 1,3. Haben wir bekommen, auch für 700. Guter Preis. Ja, 1,2 ungefähr. Was haben wir noch gut? Die Cap. Die Cap wollte 500. Die haben wir sehr gut bekommen für 200. Die habe ich runtergehandelt. Die hast du sehr 200. Gut. Mit der Englisch Skills. War super. Ja. Also, und, soweit Hose. Hose habt ihr mit? Haben wir am Anfang gekauft. Die sind wie gesagt so ein bisschen strenger, was das Film angeht. Aber optimal super Preis. Aber wie sieht das aus? Fresh. Ja. So kannst du. Bruder, du kommst in keinen Club dieser Welt kommst du mit diesem Outfit rein. Bro, du kannst dich mal als eine Bar reinsteppen. Nürnberg rumlaufen. In Mach 1. In Mach 1. Flaschen holen. Mach 1. Flaschen. Drei Dom Perios. Bar. Was wir mit dem Fit jetzt auf jeden Fall in Nürnberg machen werden, ist den verlosen. Das heißt, das Einzige, was wir tun müssen, ist den Kanal zu abonnieren, mir einen Screenshot zu schicken und dann schicke ich euch die Hose, das T-Shirt und die Weste jeweils zu. Das heißt, es gibt drei Gewinner. Die Schuhe verlosen wir nicht, ne? Ein guter Dings da ist da vielleicht. Der, ich habe gerade, wie wir das einfach so im Laden angezogen hätten, aber nicht gekauft. Aber hier sind die ganzen Sachen. Also hier mal Querweste, dann die Hose und das T-Shirt sieht man da. Und die Kerbe natürlich. Ich denke mal, Hose, ich hoffe generell einfach, das Video hat euch gefallen. Also wichtig war es mir einfach. War ein geiles Video, man hat sich amüsiert. Nur euch so einige Einblicke mit dazu zu. War ein geiles Video, Ahmed. Sehr geiles Video. War auf jeden Fall witzig. Und Lachen tut immer gut. Ein bisschen Spaß muss sein, sagt man doch.